Buh, Leute, da bin ich wieder. Zurück, um meinen Siegeszug im Turnierkampf bei Let's Play Pokémon Battle Revolution fortzusetzen. Speicherstand wird gelöscht, ist okay. Wir wissen ja, wie es läuft. Das Spiel wurde gespeichert und der Speicherstand wurde gelöscht. Viel Spaß! Dankeschön, liebe Anna. Wir werden viel Spaß haben. Wir kämpfen nämlich jetzt gegen... Ja, gegen wen kämpfen wir denn jetzt? Gegen Cody! Oh, und dann sind wir schon im Finale. Das ging schnell. Ich wünsche, jedes Match würde so schnell laufen. Wow, mein Bruder! Der Eiskristall, aber er trägt einen Feueranstecker. Kannst dich auch nicht so recht entscheiden, was du haben willst, junger Mann, oder? So, und du hast 1, 2, 3 Eis-Pokémon dabei. Yo, nicht schlecht, nicht schlecht. Da kommt natürlich Magna irgendwie gerufen mit seinem Feuerzahn, aber ich muss mich dann vor Mashok in Acht nehmen. Weil, wie gesagt, Unlicht und Kampftypen, das harmoniert nicht unbedingt miteinander. Ansonsten, wen können wir denn noch mit dem Metang? Wegen Psychokinese gegen Mashok unter anderem. Falls Cody Mashok einsetzt. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass er Mashok einsetzt. Oder vielleicht ist er so doof und setzt Klingplim und Kaumalat ein. Das wäre natürlich kein allzu großes Problem für mich. Gut, nehmen wir noch Rotom und. Ja, wen nehmen wir noch? Alpollo nehmen wir noch mit. Bestätigen, sehr gut, so wird's gemacht, so laufen wir in den Kampf. Kampf Nummer 3! Kämpfen wir und trinken ein Bier. Ich bin ja so cool, ich bleib cool. Ha, ich wusste es, Mashok! Im Kolosseum hat es angefangen zu hageln. Schneebreck, du und deine verdammte Pokepower! Die Pokémon sind getauft in den sanften Schimmer der Kristalle. Gut, ich habe für jeden das passende parat. Feuerzahn für Schneebreck und Psychokinese für Mashok. Bleibt nur zu hoffen, dass Metang genug Geschwindigkeit hat, um den beiden vorauszukommen. Und wer ist der Schnellste? Es ist Magnaien! Mit seinem Feuerzahn wird der Schneebedeck ordentlich einheizen. Ein toller Treffer. Eine fantastische Attacke gleich. Und was für ein fantastischer Treffer. Magnaien, ich bin mal wieder mehr als stolz auf dich. Und jetzt die Psychokinese. Da hat Mashok natürlich keine Chance. Ein direkter Treffer. Na gut, er hält es noch aus. Patscht sich ein paar Mal aufs Gesicht und schon geht's ihm wieder besser. Und Überwurf gegen Metang. Oh nein, das könnte schlecht für mich aussehen. Getroffen. Naja, jetzt nicht so schlecht wie erwartet, aber... Wow, was machst du? Du musst Mashok nicht deinen Stachel ins Gesicht rammen. Das ist ja nicht fair play. Magnaien kann damit schon leben. Aber Mashok eher nicht. Ach, Schneebedeck, du musst es uns natürlich unbedingt deinen Hagel hinterlassen. Hier kommt Sejong. Der Hagelsturm im Kolosseum ist wirklich heftig. Ich frage mich, welche Auswirkungen das auf den Kampf haben wird. Gut, dann... Nee, also Biss kann ich nicht gegen Mashok einsetzen. Ich überlege jetzt, wie ich am besten die Attacken verteile. Und wow, sieht der Hagel-Effekt mal genial aus. Zwar nicht so genial wie der Wassereffekt, aber dennoch nice. Wir werden jetzt einfach mal gucken, ob wir Mashok mit einem Feuerzahn besiegen können. Und Metang kann ja noch... Moment mal, Magnetflug ist keine richtige Attacke, fällt mir gerade mal so ein. Ha! Nee, dann machen wir es anders. Oder... Ah, ich weiß nicht. Machen wir doch Feuerzahn gegen Mashok und dann Psychokinese gegen Sejong. Ich nehme mal einfach jetzt mal an, Magnaien hat es drauf, Mashok zu besiegen. Ah, verdammt, der magische Pixel mal wieder. Immer kommt er wieder zurück, um mich zu verdammt. Aber sag ich verdammt, es ist nicht effektiv. Metang ist ganz schön tough, Leute. Aber nicht besonders gut abgestimmt, würde ich sagen. Oh, Überwurf gegen ein Unlicht-Pokémon, das dürfte wehtun. Oh nein, mein liebes, gutes Magnaien, nur der Hagel wird ihm den Rest geben. Nein! Oder ist da noch ein kleines bisschen übrig? Nein, Magnaien ist besiegt! Mein liebes Magnaien! Oh. Aber auch Mashok geht down.
Hagel sei Dank. Und Metang, ja, Metang hat noch mehr als genug HP übrig. Nur wen nehme ich jetzt? Ich weiß natürlich nicht, wen mein Gegner jetzt noch einsetzen wird. Ich könnte natürlich Rotom aufgrund seiner Elektroattacken einsetzen. Und das werde ich jetzt einfach mal tun. Und hier kommt Rotom. Und hier kommt Klingpling. Und er setzt tatsächlich Klingpling ein. Liegt vorn. Zumindest was die Zahl kampffähiger Pokémon betrifft. Super, dann Ladestrahl gegen Seong und nochmal Psychokinese gegen Seong für den Fall, dass es nicht ausreichen sollte. Ich denke mal, vor Klingpling muss ich mich nicht so sehr in Acht nehmen. Ein gewaltiger Schlag. Erstaunlich, diese Kraft. Und jetzt Metang, gib ihm den Rest. Mach ihn fertig. Spezialangriff steigt. Und Seong ist der Schnellere. Doch, vor dieser Attacke muss ich mich echt nicht in Acht nehmen. Zerrüttet durch Psychokinese. Aber vollkommen zerrüttelt. Das war's für dich, Seong. Der zweite Treffer gab ihm den Rest. Es ist besiegt. So, Klingpling, jetzt bist du ganz allein auf der Welt. Was wirst du bloß tun? Ach, und Schneebedecks Hagel beehrt uns immer noch. Was ist das denn schön, wenn das hier so schön kühl ist? So langsam müsste der Effekt aber mal wieder nachlassen. Wer wird den Ruhm erlangen? Gut, benutzen wir die Unheilböen gegen Klingplim und ja, setzen wir doch mal Metallklaue ein. Rotom, starte den Angriff. Rotom ist auch super. Ein toller Treffer. Wow, 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 Rotom. Ich bin so stolz auf dich, mein Kleiner. Das Spiel ist aus. Die blaue Seite hat einen beeindruckenden Sieg davongetragen. Mich schlägt keiner. Verloren? Das ist jetzt aber ein bisschen uncool. Allerdings, das ist ziemlich uncool. Aber wo wir gerade beim Thema Rotom waren, ist, kann man Rotom jetzt eigentlich als legendäres Pokémon zählen oder nicht? Oh Moment, wir sind doch noch nicht ganz im Finale. Wir müssen noch gegen Andrea kämpfen. Okay. Andrea muss ganz schön was drauf haben, angesichts der Tatsache, dass sie so weit gekommen ist. Ein weiterer Feuerreiter! Hallo, Chica! Ich bin der Nagi. Wie geht es dir? Du hast Panflam, ich hasse dich. Ich werde dich sowas von in den Boden stampfen. Nun, wen setze ich zuerst ein? Du hast viele Pokémon, die schwach sind. Du hast nur Pokémon, die schwach sind gegen Wasserattacken. Bin ich was? Dein Einsatz ist gefragt. Sehr gefragt sogar. Gefolgt von Sandama. Gefolgt von... Nee, Moment, nicht Sandama. Zuerst Magnayen und dann Sandama. Und dann Metang. Genau, so machen wir es. So wird's gemacht. Halbfinale. Oh, Turnierfinale. Ja, okay, dann kämpfen wir halt danach gegen den Kolosseumleiter. Auf Tour zu gehen ist cool, aber ein kleiner Kampf ist auch nett. Und der Bedroher von Magnayen hilft mal wieder ein Stückchen weiter. Die Pokémon sind getaucht in den sanften Schimmer der Kristalle. So, dann greifen wir mal zuerst Ponyta an. My little Ponyta, wir werden dich jetzt leider besiegen müssen. Und es ist natürlich flink unterwegs. Aber eine einfache Glutattacke, das macht Magnayen kaum was aus. Demonstriere uns deinen kräftigen Biss. Wow, das hat echt gesessen, Magnayen. Das ist die Kaskade jetzt natürlich totaler Overkill. K.O. gegangen durch einen kraftvollen Treffer. Und da ist wieder Mobile! Oh yeah! Hier wird mit harten Bandagen gekämpft. Ach, Bidifas, hält das aus. Was kommt jetzt? Und hier kommt Panflam. Oh, mein ewiger Nemesis! Panflam! Ich werde dich vernichten und ich werde meine Freude daran haben. Verzeihung, Leute.
Aber ja, yeah, ich hasse Panflammen und das wird sich niemals ändern. Ja, da geht mein Eiszahn leider nicht drauf. Schütze sich vor dem Angriff. Oh, ein Panflam, du Bustard, ich will deine hässliche Fresse nicht sehen! Aber sowas von nicht! Bilifas, entferne bitte dieses hässliche Pokémon aus der Arena! Das hat voll reingehauen! Ein Mega- so, sayonara, du kleiner Mistkerl! Ich hoffe, wir sehen dich nie wieder in diesem Let's Play! Hier kommt Rihorn! Ach, Rihorn! Ja. Beide Seiten haben noch eine Chance zu gewinnen. Wer wird den Ruhm erlangen? Das erinnert mich sehr an mein eigenes Rihorn, das ich jetzt wahrscheinlich lange Zeit nicht mehr einsetzen werde. Und ich würde mal sagen, wir haben diesen Kampf schon so gut wie gewonnen. Starte den Angriff. Ich frage mich bloß, wie meine Gegnerin es so weit geschafft hat. Dieses Mal ein voller Erfolg. Und Bidifas, du wirst es schaffen, nehme ich mal jetzt an, dass du Rihorn sofort besiegen wirst. Yay, aufgrund doppelter Schwäche, kein Problem. Das machen wir ganz locker und easy. Oh, und da wirft jemand mit Steinen nach mir. Aua, aua, au, au, au. Mein armes Bidifas. Die rote Seite steht mit dem Rücken zur Wand. Es liegt nun alles am letzten Pokémon. Ja, weil Mobile bestimmt meine letzten vier Pokémon alle schlagen wird. Es ist das Mobile der Unglaublichkeit. Glaubt ihr mir nicht? Dann passt mal auf. Und nur mal so, ich habe gelogen. Das tat weh. Ein toller Treffer. Das ist sehr effektiv. Und Mobile geht down. Es ist besiegt. Mach dich dünne, mein Kleiner. Du hast hier nichts mehr verloren. Der Kampf ist beendet. Ein überwältigender Sieg für die blaue Seite. Mich schlägt keiner in meinem Gala-Outfit. Ich interessiere mich sowieso eher für Motorräder als für Kämpfe. Was? Wieso für Motorräder? Bist du eine weibliche Bikerin, oder was? So, Match 5. Wir dürfen endlich gegen den Kolosseumleiter antreten und ich weiß nicht, wer es ist. Ich hab's vergessen. Aber wir werden es jetzt sehen. Es ist... Voldon. Ich kann nicht erkennen, wer es ist. Er ist ein Typ, der ein, ich glaube, ein Elevoltech-Kostüm trägt. Und er hat Maschok, Onix, Miltank, Elekid, Rotom und Venufliebes. Oh, du hast zwei Pokémon, die ich auch habe. Interessant. Gut, es sind zwei Pokémon dabei, die schwach sind gegen Wasserattacken. Also nehmen wir Bidifas mit, Magnayen, Miltank und... Puh, Sandama. Mit dieser Aufstellung werde ich in den Kampf gehen und ich nehme mal an, wir werden das ganz gut hinbekommen. Finale! Oh yeah! Der Herausforderer, der wirklich stolz sein kann, ist... Ist diese Höhle nicht schön? Also dann los! Die blaue Seite schickt Bidifas Magnayen. Und für Rot kommt Venufliebes Onix. Da sind sie schon! So, gegen Onix habe ich natürlich jetzt einen ganz klaren Vorteil aufgrund meiner Kaskade-Attacke. Und auch für Venufliebes habe ich was Passendes. Setze ich jetzt so Feuer- oder Eiszahn ein? Ich glaube, das ist beides ungefähr gleich stark. Feuer oder Eis, Feuer oder Eis. Wir machen dir Feuer! Und der schnellste ist... Magnayen natürlich! Mein liebes, treues Hundi! Und ich glaube, Leute, dieser Kampf wird ein wahres Kinderspiel. Aber Onix ist nicht gerade unflink. Eine Treffersalve, die viel Schaden anrichtet. Drei ganz fiese Treffer hintereinander. Das gibt böse Rache, Onix. Das hat eingeschlagen. Mensch, Bidifas muss erstmal 2 Kilometer Anlauf nehmen. Und da wird Onix ganz klein. Ach, das arme Onix. Und Venufliebes setzt Strauchler ein. Was macht diese Attacke nochmal? Oh, oh, Bidifas, halte durch! Bidifas, du musst leben! Du darfst doch nicht von uns gehen! Hier kommt Metan. Die rote Seite hat bereits großen Schaden genommen. Allerdings hat dieser Kampf gerade erst begonnen. Gut, dann greifen wir Metan mit Kaskade an. Und Magnayen, wir brauchen nochmal deinen Feuerzahn gegen Venufliebes.
Oh, oh, wer ist schneller? Metang ist schneller und setzt Patronenhieb gegen bestimmt Pidifas ein. Oh nein! Pidifas! Es ging zu Boden. Du hast zwar voll das dörpige Gesicht, aber du hast mir immer geholfen. Und jetzt musst du dich leider zurückziehen. Aber Magnaien, du bist jetzt dieses Phenof Liebes zu besiegen. Das hat eingeschlagen. Es ist besiegt. Gut, dann setzen wir eben Metang gegen Metang ein. Und hier kommt Metang. Und wer ist jetzt dran? Und hier kommt Mashok. Mashok! Die blaue Seite liegt vorn. Zumindest was die Zahl kampffähiger Pokémon. Gut, dann Psychokinese gegen Mashok. Erst begonnen. Und um auf Nummer sicher zu gehen, nochmal Feuerzahn gegen Mashok. Und Magnaien ist natürlich wieder für seine Geschwindigkeit bekannt. Wow, 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 nice! Gut gemacht, Magnaien! Lass dich nicht von dem Überroller beeindrucken! Halte durch, Magnaien! Halte durch, halte durch, halte durch, halte durch! Was? Was geht ab? Magnaien! Ich dachte, wir beide sind ein Team! Und jetzt gehst du einfach schon! Getroffen! Gut, jetzt ist dieser Kampf doch nicht mehr so eindeutig. Aber Mashok wird leider jetzt ins Gras beißen. Was sag ich leider? Zum Glück wird er ins Gras beißen. Der zweite Treffer gab ihm den Rest. Es ist besiegt. So, jetzt habe ich noch Sandama und ich würde zwar Bodenattacken einsetzen, aber ich glaube, Metang hat die Fähigkeit Schwebe und kann Bodenattacken so umgehen. Also was setzen wir ein? Psychokinese. Und ja, Felsgrab. Ich habe zwar jetzt vergessen, wie effektiv Gestein gegen Stahlattacken ist, aber warten wir mal ab, was passiert. Und warum ist dein verdammtes Metang schneller? So, wie effektiv ist Felsgrab denn nun? Guter Treffer, aber nicht besonders. Oh je. Psychokinese ist natürlich auch nicht effektiv. Tja, beide Seiten haben noch eine Chance zu gewinnen. Wer wird den Ruhm erlangen? Das ist eine gute Frage, lieber Stadionsprecher. Ich bin zwar momentan ein bisschen im Vorteil, weil ich noch zwei Pokémon habe. Ach verdammt, hat Metang jetzt die Fähigkeit Schwebe oder nicht? Ich könnte es ja ausprobieren, aber... Ha! Versuchen wir weiter das Felsgrab. Ich glaube, Felsgrab kann auch die Initiative meines Gegners senken, mit ein bisschen Glück. Oh, was für ein mittelmäßiger Angriff. Ein leichter Treffer. Oh Leute, besorgt euch nur Coke oder ein Stück Kuchen, das kann auch ein bisschen dauern. Der Kampf geht mit Riesenschritten seinem Ende zu. Ach, wenn ich doch nur wüsste, ob Metang Schwebe kann oder nicht. So kann ich weiterhin nur Felsgrab einsetzen. Und er denkt auch nicht mal daran, eine andere Attacke einzusetzen. Nein, warum auch? Patronenhieb ist ja so eine super Attacke. Wenn wir mal wenigstens seinen Status senken könnten. Aber nicht besonders gut abgestimmt. Aber so langsam kriegen wir ihn aber down, Leute. Und war, ja klar, er ist immer schneller. Er hat einfach die bessere Geschwindigkeit. Und Sandama wird es nicht mehr lange machen. Jetzt ein Volltreffer, das wäre schön. Komm schon, Metang, wie wär's mit einem Volltreffer? Oder auch nicht. Vielleicht in der nächsten Runde. Der Kampf hat seine letzte Phase erreicht. So, Sandama, ich würde mal vermuten, das wird dein letzter Angriff. Gib alles, was du hast. Vielleicht landen wir ja doch mal einen Volltreffer. Nein, aber mein Gegner landet einen Volltreffer. Das darf jetzt nicht wahr sein, verdammte Hundekacke. Oder sagen wir Magnaien-Kacke. Guter Treffer, aber nicht besonders gut abgestimmt. Bitte sag nicht guter Treffer, wenn es so wenig Schaden anrichtet, okay? Allerletzter Kraft.
Und warum bloß ist dein Metang so viel schneller als meins? Und jetzt setzt es Aeroass ein gegen mich? Warum das? Und ja, natürlich ist es jetzt auch ein Volltreffer. Ja klar, zwei Volltreffer hintereinander. Seems legit, Arschloch. Aber was reg ich mich auf? Nur noch eine Psychokinese und mein Gegner ist besiegt. Der Kampf hat seine letzte Phase erreicht. Die letzte Phase, die letzte Attacke. Psychokinese, los. Und was kommt jetzt? Patronenhieb, das ist hoffentlich nicht effektiv gegen Metang. Okay, es ist nicht effektiv. Ich weiß gerade gar nicht, was für ein Typ Patronenhieb eigentlich ist, aber ist mir egal. Psychokinese und der Kampf ist mein. Zerrüttet durch Psychokinese. Das war zu viel. Es ist besiegt. Puh, das hätte auch ganz anders enden können, Leute, aber wir haben es geschafft. Das Spiel ist aus. Die blaue Seite hat das Spiel gemacht. Der Herausforderer triumphierte im Turnierkampf. Ich gebe auf, die Kristalle haben mich zu sehr fasziniert. Ja, was lässt du dich auch so sehr ablenken, mein Freund? Das ist ein Kampf, da muss man sich konzentrieren. Hallo, meine Liebe, wir haben wieder gewonnen. Du hast das Kolosseum Kristall gemeistert. Herzlichen Glückwunsch. Du erhältst 550 Punkte für das Meistern von Turnierkampf im Kolosseum Kristall. Arigato! Dankeschön! Außerdem erhalten wir als Belohnung einen neuen Kampfpass und eine Pikachu-Tasche. Yay! Bald ist mein Ganzkörper-Pikachu-Cosplay komplett! Ich freue mich! Und wie ich mich freue. Und es gibt Neuigkeiten aus Poketopia. Kolosseum Sonnenpark wurde gerade eröffnet. Da solltest du unbedingt hingehen. Na dann wünsche ich dir viel Spaß in Poketopia. Genieß es in vollen Zügen. Für heute habe ich es erstmal genug genossen. Wir werden jetzt erstmal speichern und dann ein kleines Päuschen einlegen. Und ja, man merkt echt, ich habe einiges verlernt und vergessen, was Pokémon-Kämpfe angeht, was Pokémon-Typen angeht. Aber naja, es kann nur besser werden mit der Zeit. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wo wir dann das neue Kolosseum abchecken werden. Genau dieses hier. Also dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!